Also, Sie haben bereits am Airdrop teilgenommen und sind Mitglied des Gamepools, der täglich Belohnungen in der Kryptowährung Ultima für das Einfrieren von Bull-Tokens verteilt. Sie haben bereits gelernt, wie Sie tägliche Belohnungen aus dem Pool erhalten können. Lassen Sie uns nun darüber sprechen, was Sie mit den erhaltenen Belohnungen tun können, um Ihren Profit zu maximieren. Der einfachste und vorteilhafteste Weg ist, die erhaltenen Belohnungen im Ultima-Pool einzufrieren. In dieser Anleitung erzählen wir Ihnen, wie Sie Ihre Belohnungen im Ultima-Pool schnell und einfach einfrieren können. Die Tokens einfrieren, Freezing. Bevor Sie mit dem Einfrieren beginnen, beachten Sie bitte die wichtige Regel. Jede Aktion zum Einfrieren oder Auftauen von Ultima-Tokens setzt die Wartezeit für Belohnungen im Splitting, die übrigens 24 Stunden beträgt, wieder auf Null zurück. Wenn Sie beispielsweise vor 20 Stunden eine Belohnung erhalten haben und noch 4 Stunden bis zur nächsten Belohnung verbleiben, dann wird in dem Fall, wenn Sie Ultima-Tokens inzwischen eingefroren bzw. aufgetaut haben, die Wartezeit bis zur nächsten Belohnung wieder 24 Stunden betragen. Beachten Sie auch, dass für Splitting Smart Coins auf dem Guthaben benötigt werden, denn sie sind für die Ausführung des Smart Contracts unentbehrlich. Wir empfehlen, mindestens 10.000 Smart auf dem Konto vorrätig zu haben. Öffnen Sie Ihre Smart Wallet und klicken Sie auf das Logo Ultima. Sie sehen alle Transaktionen mit Ultima, darunter auch die schon erhaltenen Belohnungen. In dem sich öffnenden Fenster klicken Sie auf das Frost-Symbol. Auf dem sich öffnenden Bildschirm sehen Sie Ihr zum Einfrieren verfügbares Guthaben und die Gesamtzahl der eingefrorenen Tokens. Das Einfrierverfahren besteht aus 2 Etappen. In der ersten bereiten Sie Ultima vor und in der zweiten wird eingefroren. Auf dem nächsten Bildschirm, der sich öffnet, klicken Sie auf Prepare Ultima. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, die Menge der einzufrierenden Tokens einzugeben. Geben Sie den gewünschten Betrag ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Prepare for Freezing. Daraufhin müssen Sie die Aktion durch Ihren PIN bestätigen. Im sich öffnenden Fenster bestätigen Sie das Einfrieren, indem Sie auf Confirm Freezing klicken. Danach müssen Sie die Aktion erneut mit der PIN bestätigen, indem Sie Face ID verwenden oder Smart Defender an Ihr Smartphone halten. Wenn Sie alles richtig korrekt ausgeführt haben, sehen Sie eine Mitteilung mit dem Glückwunsch, dass die Tokens erfolgreich eingefroren wurden. Die Tokens können erst einen Monat nach dem Einfrierdatum wieder aufgetaut werden. Wie beantragt man eine Belohnung für die eingefrorenen Ultima? Solange Ihre Tokens eingefroren bleiben, können Sie täglich eine Belohnung erhalten. Um die Belohnung zu erhalten, müssen Sie sie beantragen. Klicken Sie dazu auf dem Hauptbildschirm Smart Wallet auf das Ultima-Symbol und gleich darauf in dem sich öffnenden Fenster auf die Schaltfläche Splitting. Es öffnet sich ein Bildschirm, der ausführliche Informationen über das Splitting enthält. Klicken Sie auf die Schaltfläche Claim Reward unten auf dem Bildschirm. Es öffnet sich ein anderer Bildschirm, auf dem Sie den Geschäftsbedingungen des Produkts zustimmen sollen, indem Sie das entsprechende Kästchen ankreuzen und auf die Schaltfläche Confirm klicken. Fertig. Sie haben eine Belohnung angefordert. Eine Mitteilung darüber sehen Sie auf dem Bildschirm Ihres Smartphones. Vergessen Sie nicht, am Splitting teilzunehmen und die Belohnung jeden Tag anzufordern. Viel Erfolg! Bei eventuellen Fragen steht Ihnen unser Support immer gern zur Verfügung.